Ja, herzlich willkommen im Jahr 2015 beim ersten Vlog in diesem Jahr hier auf Marbache TV. Ich hoffe, ihr habt Silvester gut verbracht und seid wieder fit. Da es jetzt überall weiß ist bei uns in Österreich und vor allem auch hier in Wien, habe ich mir gedacht, das passt. Erzähle ich euch mal etwas über Rollstühle und Schnee. Weil das werde ich oft gefragt. Wie ist das? Kannst du da fahren? Geht das überhaupt? Nun, erstens, jeder Rollifahrer und jede Rollifahrerin ist anders. Manche tun sich leichter, manche tun sich schwer. Generell ist zu sagen, bei Kopfsteinpflaster, es gibt die schönen, neuen, großzügigen Kopfsteinpflaster mit den ganz kleinen, schmalen Spalten. Die sind für mich kein Problem. Andere Rollifahrer und Rollifahrerinnen haben damit schon ein großes Problem. Blöd sind für mich die richtigen, harten Kopfsteinpflaster aus den Altstädten in Österreich und auch anderen Städten. Die sind wirklich gemein. Für einen Rolli, für den Rücken und alles überhaupt. Warum ich euch das sage nun? Weil es beim Schnee auch ähnlich ist. Erstens, Schnee ist generell kein Problem, solange er nicht zu tief ist. Weil sobald die Rabenarben bis zur Hälfte im Schnee sind, wird es einfach schwierig zu fahren. Vor allem, also beim Neuschnee geht's noch. Da kann man sich die Spur graben, sozusagen. Aber wenn der Schnee schon härter ist, wird es schwierig, weil die Vorderräder des Rollstuhls sind ja frei beweglich. Das heißt, gelenkt und angetrieben wird bei mir mit den Hinterrädern und mit denen mache ich auch die Richtung. Und wenn jetzt vorne ein Widerstand ist durch einen Schneehaufen, der hart gedrückt ist, dann zieht den Rollstuhl automatisch in die Richtung, wo der weniger Widerstand ist. Das macht das Steuern etwas schwer. Dazu kommt, wenn der Weg geräumt ist und viele Leute gehen drüber, dann wird der Schnee hart gedrückt. Und wenn er hart gedrückt ist, ist er eben uneben hart gedrückt, weil er nicht platt gewalzt wird, sondern mit den Füßen gestampft. Und dann ist es auch eine Muckelpiste, ähnlich wie bei Kopfsteinpflaster. Das ist ziemlich anstrengend zum Fahren und tut auch weh. Weil man den ganzen Tag so hin und her geschüttelt wird, als ob man auf einer Waschrumpel sitzt. Gut, also, wenn das alles geklärt ist, ja, rutschig. Rutschig ist es. Ja, wenn ihr euch mit den Füßen schwer tut und ausrutscht, tun wir uns auch schwer. Blöd ist vor allem, wenn man, wenn der Weg uneben ist, wenn der Gehsteig hängt oder so. Dann ist es wirklich schwierig als Rollstuhlfahrer, weil man seitlich wegrutschen kann. Aber generell ist es so, das Schwierigere ist das Hängenbleiben und Steckenbleiben im Schnee. Was aber wirklich blöd ist beim Schnee, ist seine Anhänglichkeit. Er verfängt sich nämlich in allen Ecken und Kanten, die da unten beim Rolli so dran sind, und frisst sich rein und hält dann auch ziemlich lange. Nämlich genau so lange, wie man braucht, bis man in der Wohnung ist. Wenn es dann schön warm wird, macht es dann immer platsch, platsch. Und dann fallen die dicken, grauen Batzen runter und verursachen eine Riesenlacke. Und das ist immer ziemlich scheiße, weil die ganze Wohnung dann nass ist. Auch wenn man zu Freunden kommt, ist das immer so eine, die freuen sich, dich zu sehen, aber erst nur so lange, bis sie mitkriegen, dass du ein ganzes Kiesbett und eine Tonne Schnee mit reingebracht hast. Dann ist die Freude meistens vorbei. Ja, das wäre es eigentlich zum Thema Rollstühle und Schnee. Ich weiß nicht, wenn ihr Rollifahrer seid, sagt mir eure Methoden, wie haltet ihr eure Wohnung sauber? Oder trocken vor allem. Ja, mir ist es auch kalt. Es ist wirklich... Ich freue mich, 2015, wir sind da. Danke fürs Zuschauen und bitte abonniert meinen Kanal. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf Marbacher TV. Ciao.